Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu Dorfleben Küste. Ja, ich habe mich entschlossen, dieses Event oder die mittelalterliche Woche nicht fortzusetzen, denn ich kann mir dieses, diesen Tarotgarten nicht leisten, denn der kostet, leider 7 FG, und ja, die möchte ich nicht ausgeben, beziehungsweise habe ich sie auch gar nicht mehr, ja. Demzufolge kann ich da leider das Event nicht abschließen, aber gut, es gibt Schlimmeres, da beschäftige ich mich erstmal mit den Sachen, die, so noch zu tun sind, und das ist ja so einiges. So, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge geguckt haben, uns mal dafür interessiert, hier den friedlichen Hafen weiter aufzuleveln. Und dafür musste ich ja hier im Schulhaus auf Level 2, also mit den 2 Sternen, noch ziemlich viel Geld sammeln. Ja, können wir ja hier gucken, das Freischalten, ne, das musste ich 60.000 Münzen sammeln. Das habe ich in der Zwischenzeit getan. Die zweite Schildkröte hatten wir ja sowieso schon gemacht. Ja, Level 33, ist schon eine Weile her. Also ich würde sagen, das Beenden war yay. Und da sind wir hier im friedlichen Hafen. Okay, guck mal, da muss ich sogar noch einen Teich auf der Farm platzieren, um überhaupt Level 2 starten zu können. So, das heißt, wir können jetzt gucken, was wir für Metropolis 2 Sterne brauchen. Ja, das Level haben wir. Höchstpunktzahl, 10.000 und 40.000 Münzen sollen wir verdienen. Ja gut, das mit den Ferngläsern ist jetzt ja nicht das Problem. Warte, jetzt müssen wir mal gucken. Also hier müssen wir ziemlich viel Geld machen, ne? Auf Stufe 1 oder auf Stufe 2? Jetzt muss ich ja nochmal gucken. Aha, also ich muss jetzt auf Stufe 2 die 10.000 Punkte schaffen und 40.000 Münzen verdienen. Aber das sollte eigentlich jetzt auch nicht unbedingt das Problem sein. Würde ich sagen, damit wir da Nummer 2 auch starten können, gucken wir mal, dass wir hier irgendwo einen Teich platziert kriegen. Ne? Wo kriegen wir denn hier einen hin? Kann ich mal hier bitte kurz, vielleicht hier so als Deko-Element, können wir den hier vielleicht einfach mal so hinsetzen? Ja, ich glaube, es ist okay, oder? Ja. Eigentlich sollen ja da Tierchen drauf, aber ich glaube, so als kleines Mini-Deko-Element gar nicht mal schlecht. Ja, mit meiner Weihnachtsdeko. Ja, ich weiß. Ich werde mich damit beschäftigen. Damit, ja, mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal als allererstes unseren friedlichen Hafen mit 2 Sternen. Und dann geht es natürlich noch weiter hier. Oh Gott. Na, das kann ja heiter werden. Dann lassen wir mal unsere Tierchen frei. Ich hoffe, sie sind nicht ganz voll. Also mit Energie, ja. Also bitte keine falschen Behauptungen an den Tag legen. Ja, sehr gut. Dann können wir die hier nebenbei laufen lassen. Mal, er taucht hier erstmal ab. Das ist ja auch voll cool, ja. Mit dem Seestern auf dem Taucherhelm. Cool. Jetzt. So, dann sind wir schon wieder 13 Tage hintereinander dabei. Na, Wahnsinn. Du hast 18. Nee, später. Möchte ich eigentlich nicht. Gut, der Juli ist damit Geschichte, ist vorbei. Naja, schauen wir mal. Da machen wir natürlich hier unsere täglichen, blauen Token, sage ich mal, die ich sammeln muss. Dann kann ich mich ja eigentlich auch bald damit beschäftigen, im Kaffeehaus weiterzukommen. Na, das ist ja nicht schlecht. Ja, da hatte mich auch jemand angeschrieben. Dass ich, dass da jemand auch diese Angora, ich vergesse immer, wie das heißt, das Angora-Samt für mich hat. Waren, glaube ich, 20 Stück oder was. Da muss ich mal gucken, dass ich mich da nochmal melde, dass wir uns einen Tag oder irgendwas ausmachen, wo wir das hin und her handeln können. Also wenn da von euch jemand auch was auf Lager hat, immer ruhig schreiben, weil ich die denn alle hergestellt habe, das dauert ja auch noch eine Weile. Aber ist ja nicht schlimm. Was soll ich hier machen? Rote Rosenöl. Na, dann gucken wir doch mal auf der Insel und machen etwas rote Rosenöl. Wenn wir denn können. Oh, weia. Ja, muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht auch mal vorwärts komme. Ja, mein Problem mit der Musik hat sich im Endeffekt auch gelöst. Ich hatte
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, WeFarm war der Grund, warum ich meinen Nox hochgelevelt habe auf Android 7. Und Android 7 verträgt sich, also am Rechner, ja, am Computer, verträgt sich so leider gar nicht wirklich mit Dorfleben. Also es läuft, aber die Musik war halt sehr komisch, ne? Ihr habt das ja vielleicht im Ton auch gehört. War alles so, naja, hier auf Speed gemacht, ja. Also super schnell alles und naja, ich weiß ja nicht. Ich sag, nee, das kannst du so nicht lassen. Da gucken wir doch mal, dass wir da eine Lösung finden. Bin jetzt wieder zurückgegangen in eine Stufe, beziehungsweise um zwei Stufen und da läuft es auch wieder. Also haben wir jetzt endlich wieder normale Musik. Yay! Gott sei Dank, das war schon ein bisschen nervig. Okay. Alles klärchen. So, dann haben wir hier auch unsere Dinge aufgefüllt, damit wir hier die Punkte kriegen, ne? Dass wir denn hier auch mal auch hochleveln können. Level hoch, Level hoch. Steht ja immer, ne? So, sehr gut. Was machen wir denn? Was pflanzen wir denn hier an? 2000 habe ich von jedem. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann mache ich doch hier gleich weiter. Denn ich glaube, ich komme frühestens heute Abend wieder dazu, hier reinzugucken. Da können wir doch hier mal ein bisschen was Längeres hinpacken, ne? Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie viele Punkte brauchen wir denn noch? Viele habe ich nicht geschafft. Naja, hat ja Zeit. Wunderbar. So, mein Bütchen ist unterwegs. Leutchen muss ich noch einsammeln. Beziehungsweise mir ranholen, die Brötchen. Aber das machen wir nicht jetzt. Das mache ich dann auch ganz in Ruhe, eins nach dem anderen. So. Was und jetzt gibt es hier keine Musik auf der Inselfarm oder wie? Was ist denn hier los? So, wie sieht es denn hier aus? Haben wir irgendwas unter 1000? Ja, da den Knoblauch, die Gerste. Die Zucchini. Oh Gott, hier ist ja viel. Oh Gott. Also, Isa, da musst du mal noch ein bisschen was machen hier. Was ist denn hier los? Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die Honigmelone. Ja. Mal ein bisschen auf Vorrat kommen hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Manometer. So, hervorragend. So, dann können wir ja für unsere täglichen Dings hier, also hier für die Aufgaben, mal ein paar Segen in Gang werfen. Ja, auch gut. Haben wir das. Dann können wir für unseren täglichen Kram, ich versuche das immer morgens alles durchzuerledigen, dass ich da die Kisten voll kriege, ne? So, dann gucken wir hier rein. Ah, da muss auch noch ein bisschen was getan werden. Aber macht nichts. Verkaufen. Jo, können wir. Abholen. Können wir auch verkaufen. Wunderbar. Haben wir schöne, viele gesammelt. Hervorragend. Dann gehen wir mal hier hin zurück. Und gucken, was wir noch alles Schönes machen können. Oh, ich bin gespannt, was die jetzt haben wollen an Essen. Und oh mein Gott. Bestimmt alles Sachen, die ich nicht habe. Oh, weia. Hier muss ich dann auch noch neu pflanzen. Aber das kriegen wir alles locker flockig hin. Hä? Ach, hier, das habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte sagen, wieso leuchtet das denn Mann immer noch? Sowas. Sowas, sowas, sowas. So. Dann müssen wir hier noch warten mit dem Öl. Ne? In der Zwischenzeit können wir ja mal gucken, was das Glücksrad für uns so bereitet. Ah, das ist immer ziemlich laut. Apropos Glücksrad. Gut, das werde ich dann noch drehen, wenn ich hier alles erledigt habe. Ne? Da gibt es ja auch immer noch ein paar Sachen, so wie hier. Ist jetzt natürlich nicht allzu viel, ja, aber ja, manchmal ist das eben so. So, sehr schön. Haben wir denn schon eine Aufgabe? Nö. Katie, Kara, Hamilton, Lola und Justin. Ach Gottchen. Uiuiui. Nicht schlecht, Herr Specht. So, dann gucken wir doch mal. Ich muss, glaube ich, noch das Meeresfrüchtehaus machen, ne? Tierchen, Maschinchen. Den Nachbarn muss ich noch besuchen. Uiuiui. Ha, mit meinen Lachsen. Ach, hört bloß auf. Das ist auch so ein Ding. Es zieht sich ganz schön hin, muss ich mal behaupten. Aber gut, wir kriegen das hin. Nee, warte mal, da wollte ich doch gar nicht rein. Ich wollte da hier rein. Ja. Haben wir diese täglich. Was habe ich denn jetzt geklickt wieder? Naja, egal. Ja. Ich habe bis jetzt 5 Lachse geangelt.
toll, oder? Habe ich überhaupt noch eine Krake über zum Verarbeiten? Ich glaube, die habe ich schon alle weiter verarbeitet, ne? Weißt du, zwischendurch. Also viele habe ich da auch nicht gekriegt, ja. Also seht da, es ist ja nicht ganz so einfach hier. Aber gut, es hat ja alles Zeit. Da eilt ja nun mal Gott sei Dank nichts. Aber ich würde sagen, wir können ja mal gucken. Macaroni und Käse muss ich da noch machen. Ja gut, das kann ich dann auch nebenbei machen. Das ist ja kein Problem. Wobei, das können wir ja vielleicht einfach mal starten. Zeige mir, machen wir es doch lieber so. Kochen. So, das soll gleich rein. Ah, das kann beides rein. Na, das ist doch hervorragend. Und das kocht ganze 15 Sekunden. Naja, also. Das ist ja nun besser als das vorher mit dem Pommes. Das hat ja eine Weile gedauert. Aber da konnte man ja hier Gott sei Dank die Zeit stoppen, ne? Wow. Also das fand ich dann in dem Fall ganz gut. So, Macaroni und Käse. Machen wir nochmal weiter. Das kriegen wir doch hier locker flockig gekocht, oder? Das sollte doch kein Problem sein. Muss ja eh die Zeit ein bisschen rumkriegen, bis hier die erste Aufgabe meiner Gäste kommt. Oder können wir das doch gleich mal machen hier. So. Laut Kommentare geht das ja bis Level 100. Ist schon schlecht. Also dieses Daryls Abenteuer, ja. Aber ist ja nicht schlecht, wenn man das so nebenbei so miterledigt, ne? Dass man da immer mal so ein klein bisschen was macht. Man muss es ja nur nicht auf einmal durchrammeln. Sehr gut. Und was soll man jetzt machen? Ernte 60 grüne Bohnen. Na, das ist doch super. Das ist doch mal... Warte. Das ist doch hervorragend. Wir machen mal hier ein bisschen mehr weg. Dann können wir die hier unten schon mal hinsetzen. Und da war die erste Aufgabe auch schon fertig, ne? Grüne Bohnen, grüne Bohnen, grüne Bohnen. Grüne Bohnen. Ah, da muss ich mal ein bisschen konzentrieren hier. Ah, wo sind die grünen Bohnen? Sind sie das? Ne, pass auf, wir machen das anders. Damit wir auch ja die richtigen nehmen. Ne, siehst du, sind nämlich die anderen. So, 60 Stück. Na, dann können die hier munter vor sich hinwachsen. Ach, ein Traum. Ach komm, dann machen wir noch eine Reihe. Hervorragend. Sehr gut. Und dann möchte ich gern gucken, was hier die erste Aufgabe ist. Oh je. Gebratenes Gemüse mit Sojasauce. Okay. Verkaufen. Gut. Naja, gucke, haben wir die erste Aufgabe da auch schon erledigt. Dann können wir da die ersten Talerchen verdienen. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie weit ich da komme. So in den nächsten Tagen, dass man vielleicht dann schon das nächste denn freischalten können und uns hier so langsam aber sicher in unserem Gastzentrum auch hocharbeiten. Ja, sehr gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen weiter und bei euch bedanke ich mich aber ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag, einen angenehmen Start ins Wochenende. Juhu, es ist wieder soweit. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ihr denn mögt, beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.